Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei jetzt dem ersten Einblick in Star Wars Outlaws. Wir werden hier ein neues Spiel starten und wir werden das Intro anschauen. Falls ihr das Intro skippen wollt, ich mache euch eine Sprungmarke ins Video, damit ihr es einfach skippen könnt, falls ihr das einfach direkt Gameplay sehen wollt. Wir werden aber hier schauen, dass wir mal alles zeigen. Genau, und vielen Dank übrigens auch an Ubisoft, die mir einen Key über das Ubisoft Creator Program zukommen hat lassen. Ich habe jetzt hier die Ultimate Edition bekommen und damit Access zu Star Wars Outlaws noch vor dem Vorabzugang. Ich hoffe, euch gefällt's. Mir hat es bisher sehr viel gefallen. Und jetzt schauen wir uns einfach mal die erste Stunde so ungefähr an, damit ihr wisst, was euch erwartet, wenn ihr sagt so, yo, ich will auch ein Scoundrel, ein fieser Schurke im Star Wars Universum werden. Hungry? So, finally Zerik Besh is here. Each of you represents some of the most powerful criminal organizations in the galaxy. Pikes, Crimson Dawn, Huts. It's a golden age for the underworld. The Empire's little Death Star gets blown to pieces, and the law is distracted by a rebellion that won't quit. It's an opportunity to make millions. But, to my surprise, one of you sends a spy into my own house when I thought we all could share this feast. Enough, Sliro. I didn't come all this way to listen to lies while your Zerik Besh rats skim off our spice lanes. Dat yani twa ma'al. Shuto. You know, my brother was heir to the family fortune. He's gone now. Do you remind me of him? Latinekoluta. He always came first. Even at dinner. If he'd finished his meal, he'd just take my plate. All I could do is watch him chew. Go hungry. What is the point of this? If Zerik Besh wants partners, forget it. Been done. Doesn't work. Partners? Weren't you listening? I'm starving. It's time to eat. Ich meine, eindrucksvolle Intro zu unserem quasi Gegner. Wer weiß. Oh ja, Zerik Besh. Ein neues Syndikat im Star Wars Universum. This will work, right? So, damit nochmal herzlich willkommen quasi. Nachdem die ganzen Intros jetzt durch sind. I've practiced enough. Time for the real thing. Police scanner's quiet tonight. Hope it stays that way. Ugh, we need some real food. Kai, wir hatten eine Abmachung. Es war nicht billig, die Polizei von dem Fall abzuhalten, aber du hast nichts geliefert. Ich habe jeden Hehler im Arbeiterviertel gefragt und du bist bei allen nichts. Hast bei allen nichts als Schulden. Du musst mit ihnen abrechnen, sonst wird mit dir abgerechnet. Ich gebe dir 3 Tage. I'm hungry too. Genau, also mein bisheriger Eindruck von Star Wars, wie ich es bisher gespielt habe, war sehr, sehr gut. Ich finde es sehr atmosphärisch, auch das hier zum Beispiel, ne, diese Filmkörnung, die man so aus der älteren Trilogie kennt, die ist da. Und es fühlt sich einfach gut an.
hier durch die ganzen, durch die Welt zu laufen. You're leaving a lot of money on the table. Don't know the crew, don't like it. If you change your mind, let me know. So, Bram, that for me? No, but this is... Ah, my data spike. Yeah, and it's broken. Some scrap rat was selling it in the square. Says he found it in Sixth Kin turf. And now you're gonna say messing with the Sixth Kin is a bad idea. It's gonna get you killed. That's another way of putting it. You've got no crew, Kay. And you keep going in alone with high-risk scores that just go sideways. You want it done right? You do it yourself. I get it. You've hit some bad luck. Bad luck? I'm out of marks, I'm broke, and I live in an attic. Why don't you stick around the Broken Hoof tonight? Fix yourself some dinner. Let me set you up with something small, an easy hustle. Or you could just give me that job on your pad there. Nice try. Then I got plans. Take some credits. For the data spike. I'm good. Then I'll put it towards your rent. I said I'm good, Bram. So, ja. Genau, wir merken auch schon, unser Kay ist eher Typ Loner. Mit nichts als einzigem Freund. Naja, und wie ihr seht, sind wir hier auf dem Planeten Cantobleid. Oder Quatsch, nicht Cantobleid, dem Planeten der Stadt Cantobleid. Die man ja schon aus dem Film kennen könnte. We're not getting anywhere with a busted data spike. Come on, Nix. Let's see Breven. Then we break into Kleptarsis and steal the forged identity cards from their safe. With any luck, they'll get us on a shuttle to the core worlds. That looks nice, huh, Nix? So, genau, und wie erwähnt, unser guter Freund kann auch uns Dinge bringen. Dinge klauen. Zum Beispiel, wenn wir hier irgendwie ein geeignetes finden. Ja, da finden wir nur was geeignetes zum Mitnehmen. What is it? It's the bill. For the 3 Meluron your little scud stole from me last week. Hey, you don't know that was Nix. I only ever seen one of him anywhere. You pay up soon, or I'm turning him in. Klingt unpraktisch. Nix, nix, nix. Was hast du denn schon wieder geklaut? Hey. Also, ohne was mit mir abzusprechen. Kay, komm. So. Genau. Cantonica. Das war der Planet. So. Schauen. Da kommt unser Kleiner, ja. Dankeschön. Huh. All the merchants are out for the Canto Cup. Hey. So, dann verkaufen wir doch gerade mal hier ein paar Sachen. 18 Credits. Das sind schon mal 18 mehr, als ich vorher hatte. Ich bin mir sicher, die Reparatur wird nicht günstig. How's business, Valak? It's too good. I can't leave to go place a bet on the farther tables. Even have an inside track on the winner. I can place that bet for you, because you're a friend. Oh yeah? That'd be great. There's a data pad nearby. A friend of mine put the winner's name on it. Find it and bet everything. No problem. A lot of shakedowns tonight. These will be loaded with credits. What do you think, Nix? Should we head back to the Broken Hoof and place a bet? Mm. I almost feel bad for him. But I need credits more than he does. Ich weiß nicht, wie richtig das ist, aber. So. Oh ja, Polizei. Wird's beklaut von Nix? Oh ja. Das ist hübsch. Noch mehr Credits. Way to go. Und dann wollen wir doch mal hier diese Wette platzieren.
Ich meine, wenn uns da schon so vertrauenswürdig ein Tipp angegeben wird. Eine absolute Außenseite, also. Mal schauen. Any action at the track today? Okay. Das Ding ist, dass tatsächlich ist es diesmal gar nicht so eindeutig, finde ich. Aber schätzungsweise, komplette Außenseiter, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass damit hier das hier gemeint ist, weil hier die beste Quote draufläuft, oder? Alright, this should work. Oder? Ups. Nee. Achso, da haben die meisten Leute aufgewertet, könnte das sein. Dann wird's Salve. Ich meine, sonst haben wir 5 Credits verloren. Also mal schauen. Und was sagt ihr? Glaubt ihr, dass wir recht haben? Wird Gelb gewinnen? Ich hoffe sehr. Weil das wäre gutes Geld. Und ja, genau. Damit ihr auch schon mal wisst, ich habe das jetzt hier schon so 3-4 Mal mir angeschaut, den Anfangsteil. Und tatsächlich, man bekommt immer andere Hinweise. Man kann also nicht einfach direkt von Anfang an sagen, yo, der Gelbe wird gewinnen wieder. Das ist tatsächlich random. Und der Hinweis, den wir da bekommen, ist auch entsprechend random. Aber hat geklappt. Sehr gut. Es war tatsächlich richtig, wie wir den Satz interpretiert haben. Und jetzt haben wir 152 Credits. Oder 140? Ich glaube 140 war es. Und das ist doch schon mal gutes Geld. Dafür, dass wir den Abend mit 0 Credits oder 5 Credits angefangen haben, glaube ich ganz okay. So. Ach ja, aber die Polizei ist auch einfach zu einfach zu bestehlen. Next shipment's coming in. Naja. Nice one, pal. Schauen, hallo. Preben. No patake. Gigi no gabetisa to gamna. Una six king find ut gituana uba japago ya massif no lia club tasis. Come on, I just need my data spike fixed. Anji chusa tajis galif. Sosa uba ropada tis. Soon pitch crispo. Because the forged identicards in that vault are the only way I get off this planet. I'm done with Kanto. Aba Kanto sati uba. Good. Only options I got here are sixth kin or prison. Aku, an uba tinka sakutu utwata? At least someone like me has a shot at a decent score. Maybe even see the core worlds. Preben, you help me one last time, and we never talk again. Hey, Nikki, chut kapa ja krida. Uba satutu dat no lia ja kanto kub. Je kapa uba dat. Wow, compliment. Maybe next time I come back and visit you when we're rich. Uba tinka ji tu piki yuna ke. Agua basabata. All right, let's test it out. Ja, testen wir es doch direkt mal hier und schauen. Genau, immer wenn es gelb aufleuchtet, klicken wir mit der Maus und dann kriegen wir das gehackt. Okay, now we get that Identicard from Club Tarsus. There are ticket out of here, Nix. And then, before you know it, we're rich. Das so einfach funktioniert. Ich habe mir schon geklaut. Das hier. Busy night? You're not getting in, Kay. Club's already got enough rats. Really funny. Come on, Nix.
We'll find our own way in. Mal schauen, ob denn hier hinten. Ja, sieht gut aus. Da gibt es auch bestimmt was mit zu mitnehmen. Zum Beispiel hier ein bisschen Geld. Dann. Enjoy. Looks like we can fit through there. Perfekt. Okay. No going back now. Hang on, Nix. We're going up. Ah, yeah. Hier hoch und dann springe ich hier ran. Dann geht's da weiter. Ich meine, auch wenn es wieder sehr typisch ist, dass es diese Kletterpassagen gibt, irgendwie in den meisten Spielen, gefühlt merkt man dann auch schon wieder so, dass es so ein Ubisoft-Spiel ist, weil gefühlt ist es schon so ein Ubisoft-Ding, diese Klettereien. Ganz unauffällig, wir waren nur auf dem Klo. Ach ja. Mir fällt hier immer wieder ein. Die Musik. Die sie hierfür gemacht haben, ist ziemlich cool. Ist irgendwie nett, dass man sie so sich einfach dazustellen kann. Es hat was Atmosphärisches. Oh ja. So. Dann erstmal geschäftig tun und hier weitergehen. Alles mitnehmen. Ich meine, wenn sie schon da liegen, dann. Na? Easy. The next ship is due at sunrise. Ist hier noch was? Good job, buddy. Hier ist er zu reden. What can I get you? A way into your boss's office? I owe Wen some money. I want to make sure she gets it. Not gonna happen. Burrell's on duty tonight, and no one's getting past him. Ugh, he's a real slimo, huh? Yeah, he only cares about two things. Easy money and fast speeders. Just bought himself a brand new T-85. Let me guess. Won't shut up about it? Loves it more than his mother. Not gonna get you a drink? Nah, think I got what I needed. Thanks. Also, potenziell heute schwer an den Typen vorbeizukommen. Boss is complaining that cryopeds are getting into her office. Yeah, they're getting in through the vents. I was going to clear them out, but I lost my keycard. I'll help you find it. After another round. I knew I liked working with you. Aber ja, glücklicherweise gibt es hier ständig gute Informationen, die man auch beim Vorbeilaufen mitkommen kann. Zum Beispiel, dass wir eine Schlüsselkarte brauchen könnten. Nix ist ja glücklicherweise gut im Klauen. Na, was bringst du mir, Kleiner? Credit? Ich meine, ich wollte eine Schlüsselkarte, aber Credits sind auch okay. Reuben's plan said the vents in there lead to the office. Ich meine, wir müssen die Schlüsselkarte nutzen. Und vielleicht, wenn der Mensch sich mal umdrehen würde. Ich meine, stört das ihn sehr, wenn ich einfach reingehe? Anscheinend nicht. So, aber es gibt noch einen anderen Weg. Ich meine, wir haben doch jetzt diese wunderbare Information bekommen. Zu dem Türsteher. Lass uns mal probieren. Vielleicht kommen wir auch einfach an dem vorbei. Dann müssen wir nicht durch
staubige alte Schächte durch. I'm Kay, and you're gonna let me through. You're not on the list. Oh, my friend Preben put me on the list. Preben should have paid more. Ich meine, wir können jetzt noch bestechen für anscheinend 100 Credits, aber da wir gerade erst 100 Credits haben, ich sagen, probieren wir nochmal zu bluffen. You know anybody who owns a T-85? Yeah, that's my ride. Nice speeder. Some scrub rats are outside trying to jack it. What? Get out of my way. No one scraps my Joben. I just got it modded. Yo. Damit sind wir auch hier die Wache los und damit hält uns bestimmt doch niemand mehr ab, hier einfach durchzugehen. Tada. Genau, ansonsten wären wir einfach hier rausgekommen. Aber guck mal, nix. Haben wir doch gut gemacht hier. Ups. Bist du ein Feiner. So gut gemacht. Und dann gehen wir rein. Keine weitere Wache. Sehr gut. Irgendwas Interessantes. Nope. So, noch was Interessantes. Nee, nur das hier. Oh, come on, Preben. Your plans didn't have a pressure switch. Hey, Bess! Hey, Ferrick! Bad. We're pinned down! All right. Erstmal fliegen. Okay. Vermutlich okay. Nicht. Ja. Nicht durch die Fronttür. Get that open. Dunkle Gasse entlang. It wasn't supposed to go down this way. What have I done? Hier ist auch niemand, der uns stört. Sehr gut. Dann die Frage. Wo geht's weiter? Achso. Ist hier durch die Tür. Spinntraum. Ohne Hilfe von nix, aber gar kein Problem. Okay, Nix. Let's try to stun them. Really not the time to eat, buddy. Ready, Nick? Whoa! You and me now. So, und wo ist denn unser letzter Gegner? Yep. Sonst noch irgendwo Kunden. Sind anscheinend noch voll geheilt. Und dann geht's jetzt. What are we gonna do, Nix? I never counted on getting raus. Ach ja. Wenn Kano irgendwie geplant hätte, erwischt zu werden. We got the identicard. The hook. We'll be safe there. We lay low for a while. We don't leave the attic. Yeah. Bestimmt wird alles besser, wenn wir uns nur in unserem Zimmer verstecken. Come on. Back to the cantina. It's the only place we'll be safe. No Bram. Good.
That's a conversation I don't need. Ich glaube, es ist schon eine ganz gute Intro, nur so ein Charakter, den wir da spielen. Bram, I don't want to talk about it. You thought you could just walk in there and steal the most valuable scan docs in Kanto. I told you, Kay, Six Kin will have your head. Hey, Ben! We know you're here. Let's make this easy. You say nothing. You do nothing. No, 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 no! Come on! She's not here. Liar. You think I want my bar blasted up like this? I'm done with that kid. In fact, I'll help you find her. No. You'd slow us down. Let's go! Ich meine, wenigstens nur das Bein. Bram! It's nothing. Your leg! It's nothing. This is a new crew. I risk. Whatever it takes, you finish this job. Score alone is enough to buy you a damn shuttle off-world. It's what you want, right? Time to go, Kay. For good. I'll come back. No. You won't. Ah, damn. Irgendwie sind da ein paar viele von denen. Six skins all over the place. We can't let them see us, Nix. Hey, Vess. Where is she? So it's true? I hate you guys. Just tell me where she is. See something? I don't know. I mean, I heard she has that place above the cantina. You see her? Sneak over and get that. So. Great. Wenigstens noch ein paar Credits mitnehmen. Die werden uns bestimmt bei der Flucht helfen. Und dann zischen wir uns hier. Arrivederci. They caught up with Preben. I guess I'm not the only one who needs to get off of Kanto. Okay, Bram's data pad said the contact's name is Denian. They should be just ahead. Where is she? Mount up. Where are you from? Gesprächig. You're local. Yeah, but I never got to see it like this. Looks like a fun town. You're not from here. Who's the mark?
The boss named Sliro. Runs a syndicate called Zarek Besh. They're new, they're rich, and rumor has it they've got the underworld scared. Which means security. Enough. But a fortune for us if you can get to his vault. Password override. You and your little friend there better be as good as Bram says. Your stop. Okay. Also jetzt ein dezent größerer Score, nachdem wir den kleinen Score schon verkackt haben. Go make us all rich. Ob das so gut geht, ich weiß ja nicht. Denyen, how are we kicking this off? When you're in position, we'll attack the main entrance. Your job is to sneak in, disable their security, and get to the vault. You guys don't mess around. When you hit a crime boss like Sliro, you have to mean it. Enjoy the view, Nyx. One way or another, it's the last time we're gonna see it. Hope Bram's okay. Taught me so much. And look how I paid him back. Jo, wenn wir Glück haben, sind wir danach reich. Wenn wir Pech haben, sind wir danach tot. Yay. Fantastische Aussichten. Findet ihr nicht auch? Hang on to me, Nyx. We gotta climb. Denyen, I see a tower up ahead. Could be my way in. You're the thief. We're in position and waiting. Ja, praktischer Turm. Ja. Ein bisschen tief, wo es runter geht hier. Don't look down, Nyx. Haken, haken. Denyen, I'm looking at the mansion. Exactly how rich is this Sliro guy? He's top five outer rim for sure. Sliro built Zarek Besh from the ground up, and that ain't cheap. It's his own personal criminal empire. Other than that, nobody knows anything about him. You sure know how to pick a mark. You want to get rich, you have to go where the money is. Well, that is true. Sprung, noch ein Sprung. Und schon sind wir im Turm. Kanto really does look a lot different from up here, huh, Nyx? I can't believe we might finally leave this place. It's... I don't know. Well, we wanted a shot at the bigs course. There's a... Okay, Denyen, I'm in position. Starting the fireworks. Get inside. What's that? Sounded the alarm! I bet you can see that halfway across Kanto. This way! Start looking! Mm-hmm. What do you see? So, ein paar Leute. Und da wir pfeifen können. We need to stay out of sight. Wir müssen auch anlocken. Nicest place we've ever robbed, huh? Hallo, gute Nacht. Und wo ist der nächste Tier? Vorne wären zwei. Als erstes. Das Einzige, was ein bisschen unpraktisch ist, wir können die Leute nicht wegschleifen. Das finde ich ja noch praktisch.
Gute Nacht. So, da ist dann jemand. Dann ist jemand. Du hast gar nichts gesehen. Ah, das ist natürlich jetzt unpraktisch. Weil ein bisschen weiter hätte sie die Wache am Boden gesehen und hätte dann angeschlagen. Hätte ich ja nicht so gut gefunden. Genau, ich muss doch da vorne. War noch jemand. Sind aber zum Beweis sogar zwei. Schauen wir jetzt beide sogar weg. Eine Person ist jetzt weggegangen. Ja, praktisch. Da ist die letzte Person hin. Dann wollen wir doch mal hier die Fähigkeit von Nix einsetzen. Go put on a show, Nix. Something's not right. What does this thing want? Leute ablenken. You wanna get blasted? Shoot! So, waren das jetzt alle Kunden? Scheinbar ja. Dann können wir ja komplett stressfrei weitermachen. Tenyon, I'm in. Take the turbo lift. It's the most direct way to Sliro's vault. Aber bestimmt doch gut bewacht, oder? Vielleicht doch nicht. Okay, energy barrier. Na, vielleicht auch doch. Nix, find me that generator. What is it? Rich guys and old ships. That should do it. Voll gut. Der Stuhl dreht einfach. Ah ja. Ah ja. Blaster burns. What happened in here? Ja, wer die Intro-Sequenz gesehen hat, wird sich erinnern. Oh, cameras. We gotta avoid them, Nix. Ja, glücklicherweise haben Kameras so diesen wunderbaren Kreis am Boden. There's a turbo lift. And of course it's got a barrier. I thought this place was supposed to be secure. It is. Whoever it is, they won't make it past the front gate. Has anybody sent a message to Sliro? So, dann machen wir doch mal. Schauen wir doch mal, wie wir im Schacht irgendwo hinkommen. Ja. Hier wieder hacken. Mm-hmm.
see something? Mhm. Dann wir doch mal jemanden. Wir kommen jetzt an den am blödesten ran. Time to distract them, Nix. Never seen one of those before. Mhm. Off with you. Nacht. Und damit meine Fähigkeit freigeschaltet. Und zwar Leute beschwatzen. So, wir können jetzt Feinde beschwatzen, um irgendwie doch nochmal Zeit rauszuschinden. Außerdem könnten wir hier, wenn wir genügend Händler getroffen haben und Geld ausgegeben haben, ganz furchtbar, ja, Dinge bekommen. Hier können wir sogar nochmal weiter was freischalten. Und zwar, wenn wir Leute beschwatzen, die mit einem Betäubungsschuss treffen. Alright. Ne, das geht nicht mehr weiter. Hier haben wir ein Kabel gefunden. Okay, that should have shut the barrier down. Das klingt gut. Let's break the alarm. Ja, Alarm ausschalten, hört sich sehr gut an. Kamera aus. Falls euch wundert, dass ich manchmal hier den Rhythmus von dem Spike hier nicht treffe, ich spiele hier gerade über eine Capture Card. Und ich glaube, manchmal fügt das irgendwie ein bisschen Delay hinzu. Und zwar so halt gefühlt so eine halbe Viertelsekunde oder so. Das heißt, wenn es manchmal nicht passt, nicht wundern. So, wie geht's hier hin? Achso. Hier. Wieder zurück. Da waren wir schon. Hey, open that up. Alright. Disable that alarm, okay? Mm-hmm. Never seen one of those before. Okay, that's weird. Sollen wir mal das Verschwatzen ausprobieren? Hold on. Hey, you! What's going on? They're headed our way! Hey, you can't be here. So. Das Problem ist, dass wir an einer richtig doofen Stelle hier, um erwischt zu werden. Eigentlich also fast besser. Wenn wir hier nochmal zurückgehen. Eine Person, die gerade beschäftigt ist, mich zu suchen.
Come on. Vault's waiting. Das nun können wir doch einfach hier in die Torluft reinspringen. Denyon, I'm in the turbo lift. Move faster, Kay. How long before Kanto police get here? This is Lero's place. They're not coming. Yeah, just more Zarek Bash. Alright. Let's see. Get him, Nix. I can't trust anyone. There it is. The vault. Aber wieder zu. So, komm da rein. Nö. Auch nicht. Aber hier können wir Stuff mitnehmen. Stuff, immer gut. Noch mehr Stuff, noch besser. Activated the barrier, but that won't stop them for long. If they get in here, Sliro will have our heads. I need reinforcements now. Anybody read? I think there's another team and they got inside. We need to conduct a full sweep. Acknowledge. Still nothing. Ja, blöd, ne? Können wir eigentlich nochmal dazu bringen, zu sehen? Hallo? Hold up. Sorry. Huh? I see. They're coming our way. Ness. Ah, nochmal hacken. Kennen wir schon. Mastermind. Ah, Mist. Okay. Jene, mene, mu und ich bin in der Kuh. Nein, ich hab's sogar geschafft. Okay. Oh, wow. Okay, Denyon. I disabled the security. You got a clear path. Get to the vault. We'll clean up out here and meet you inside. Irgendwie gefühlt haben wir ja alles selber gemacht, ne? Mal schauen, wie lange das noch gut geht. Oh, hi. Yeah, I need to get in. Sehr höflich. Denyon, I'm at the vault door and there's this droid. You've met the TT-8L. Good. Password is Grandiocha. Of course it is. Hey, come back. I know you're in there. Malvadido. Grandiocha. Hello? Oh. Grandiocha. Heißt anscheinend Sesam öffentlich. The vault. I guess this is where real money looks like. Let's get it open. Nochmal hacken. Huh? Nee. You're not Zarek Bash. What is this? Where's my cash? Use a hand here. I did everything right. The code was good. Asara, did you find it? No. The stories about Sliro and Zarek Bash, they're all true. We've gotta go. You'll get paid once we're safe. You have our word. Wait! Nobody move. You either pay me now, or just pay me. We're the Rebel Alliance. So? Windows closing. Join us and fight the Empire for the future of this galaxy. What's it pay? We don't have time for this. Denyon, wait. Wenigstens nicht tot? Oder so ähnlich? Okay. Here we go. For luck. Stattdessen Flashback. Picking the marks half the game.
They don't even know we exist. You're a little young for a thief. Ja, well. Nächstes Mal vielleicht nicht ganz offensichtlich mit der Beute rumlaufen. Where are you? I messed up. Watch it. Hey. Und Beute verloren. Welcome back, kiddo. Now, what was your lesson? Can't trust someone's always gonna be there. That's my girl. Ich finde die Lektion, die sie gelernt hat, hieraus echt nicht gut. Okay, I can explain. You must be Sliro. Your friends abandoned you. Friends? What friends? How long have you been part of the Rebel Alliance? Oh, you're serious? What do the rebels want with Zarek Besh? Listen, I don't know any rebels, but I know people. Let me go. I get answers. We solve this together. You're gonna have to do better than that. Yeah, well. Always there when I need you, Nix. Okay. So. Überraschung oder so ähnlich? Los, für euch. Da geht's anscheinend nicht raus. Das klingt nicht gut. So. Können wir doch wenigstens hier was mitnehmen, damit es sich ein wenig gelohnt hat? Ja, didn't think so. Sorry. Ah, instant Ohrwurm halt. Two jobs gone sideways, Nix. This is way beyond bad luck. Ja, es ist halt auch schlechte Planung mit einer fremden Crew, die anscheinend auch nicht das Interesse an einem selbst so hat. Ich meine, es sind Rebellen, aber sie haben uns hintergangen. Oh, look, it's that old ship. New plan, Nix. We're gonna steal it and fly out of here. Yeah, sounds risky to me too. Nix, hit that barrel. I'll find them. Sean. Looks suspicious. Strange. Strange? Also ich wäre einfach gegangen. Now what? That's weird. Hey, you can't be here. I can't find anything. So, schön. Ja, vielleicht wieder einem begegnen. Ah, so viel dazu. Get that barrel. Carefully. Get looking! Keep an eye out!
This keeps happening. No. Hold on. Hey there. What's going on? Normalerweise habe ich vergessen, den Stunt-Schuss zu laden. Wunderbar, Ablenkung. Und dann hält uns doch jetzt bestimmt niemand mehr auf, wenn wir dieses hübsche Schiff hier klauen wollen. Oder? They won't stop coming. We need to go. Just like flying a speeder, right, Nix? Nope. That's not it. Sorry. That's fun. Ich meine, es sind gute Aussichten. Ha! Got it. Barriers down. Und dann wird sich schon sagen, jetzt mal hier. Here we go. Und ja, steifen ein bisschen. Aber hey, hier im offenen Raum gibt es wenigstens nichts mehr zum dann schleifen. Das war jetzt die erste Stunde in Star Wars Outlaws. Wir werden jetzt kurz noch ein bisschen spielen. Aber dann, genau. Damit habt ihr ganz schön viel gesehen. Ich hoffe, ich habe das was gebracht. Keine Sorge, wie gesagt, es geht nochmal kurz weiter. Bisschen kommen wir noch hier an. We made it. Somehow. Oh, come on. Huh, hello. Nicht den Hebel, den wir gesucht haben, aber ein praktischer Hebel. Und damit würde ich sagen, ist doch unser Schmuggler-Outfit sehr viel kompletter. Und hey, ein neuer Planet, eine neue, naja, nicht eine neue Sonne, aber ein neuer Sonnenaufgang. Beste Aussicht doch, oder? I'm sorry. Oder auch nicht? I'm sorry. I thought you were one of them. Huh? Lots of new friends today. Hey, we don't have to do this. We aren't leaving without that crap. Oh well, so viel dazu.
Aber dann lass doch mal irgendwie hier alle markieren und erledigen. Alright. Und dann würde ich sagen, willkommen auf Tushara. Viel Spaß, hoffentlich euch dann selbst bei Star Wars Outlaws, wenn ihr sagt, so, das war, sah gut aus, will ich selber auch haben. Ich habe bisher viel Spaß gehabt, ich habe jetzt schon ein paar Stunden gespielt und genau, einen schönen Tag. Falls ihr mehr sehen wollt und heute Montag, der 26.8. ist, ab 14 Uhr bin ich am Livestream gewesen, weil vermutlich kommt es jetzt hier nach 14 Uhr natürlich raus, ne, Embargo und so. Und da seht ihr dann noch mehr von Star Wars Outlaws. Also kommt gerne vorbei, schaut gerne rein. Und genau, erlebt mit uns die Welt mit KVS auf Tushara. Ich hoffe, ihr kommt vorbei. Bis dann. Ciao. Für mehr Reviews zu Indie-Games oder anderen Spielen, lasst mir hier gerne einen Sub da oder folgt mir auf Twitch, um mich live zu sehen. Ich freue mich auf euch.